Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf varoxcraft.de. Wie ihr seht, ich bin gerade bei meinem SW, also Melon City, der sich immer noch im Bau befindet und wo mal wieder SW Imo mich ein bisschen unterstützen wird. Natürlich bezahlt, weil die machen ja nichts unbezahlt, also wieder ein wunderbares Dankeschön an Fleischi und Kuma Style. Dass sie das so toll machen, beziehungsweise eher ein Fleiche, weil Fleiche hat hier fast alles gebaut. Und ja, ich zeige euch dann, was in letzter Zeit so passiert ist, und dann bauen wir noch ein bisschen an die Berg weiter. Ja. Das ist das, was wir heute so machen wollen. Ihr habt bestimmt alle schon das Projekt Fortschritt gesehen, und ja, wenn nicht, ganz zum Schluss oder jetzt rechts so beim i verlinke ich das, oder ganz zum Schluss beim Outro, und dann würde ich jetzt mal sagen, legen wir dann los. Heute wird noch eine Folge Fortschritt kommen, glaube ich, wenn ich das schaffe, zeitlich. Wobei, wir haben ja schon 19.35 Uhr, muss ich gucken, ob ich die zeitlich noch zum Aufnehmen schaffe. Ich werde mir mal kurz Speed geben. Obwohl, was sucht die Scheiße hier hin? Jetzt habe ich gerade keine Axt dabei, habe es gleich EC. Ja, ich habe gerade keine Axt dabei. Oh Mann. So, Speed 10. Also, wir haben hier einen wundervollen Kran, den kennt man ja schon so von mir. Und dann haben wir hier die Treppe nach unten, die ich gerade nicht sauber laufen kann, wegen dem Speed 10. Und was hier kommt, das wird eine kleine Überraschung. Das geht hier noch ins Nichts, aber das wird so eine kleine Höhle. Hier sieht man, soll der Bergkamm zu Ende gemacht werden. Und da kommt auch noch eine Überraschung hin. Für die Leute, die meine alten Videos noch kennen, in meinem anderen Shop, die könnten das eventuell wissen. Dann sind wir hier Tempel Steinshop eigentlich. Also bemooste Steine, Ziegelsteine, Steine, alles mögliche, was mit Stein zu tun hat. Ja. Ist da drin. Was hier reinkommt, weiß ich noch nicht. Bannershop, Wolle, Glas. Kommt, glaube ich, hier rein. In die Schmiede kommen dann die ganzen Erz oder in eine Mine. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben hier noch sehr, sehr viel Platz. Also in die Mühle, die dort hinten hinkommen soll, da kommen auf jeden Fall die ganzen Shop-Sachen rein. Also Weizenanbau, Gras. Hier kommt eventuell noch so eine kleine Bank hin, so eine Chill-Lounge-mäßig. Auf jeden Fall, was hier hinkommt, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, ein Rüstungsshop oder ein Stall. Also Tierprodukte verkaufen, Monster Drops. Dann kommt man hier weiter und dann kommt man hier zu den Crummern. Das die kann man beim übrigens kaufen. 5 oder 10.000 Stück, kommt drauf an, wie gut ich die Leute kenne. Also mich einfach mal anschreiben, wenn ich online bin. Ich möchte nämlich in nächster Zeit aktiver sein. Ja, und dann haben wir hier die wundervolle Stadt. Also, was bis jetzt da ist. Ja. So, jetzt wurde mein Speed wieder auf Standard gesetzt und dann können wir hier weiterbauen. Ganz gechillt, Leute. Ganz gechillt, ganz gechillt. Ich kann mich eigentlich nicht genug bei Fleischi und Kuma bedanken für das, beziehungsweise eher bei Fleischi. Fleischi ist ein voll korrekter Dude, finde ich so irgendwie. Ja. Und die unterstützen mich sozusagen, indem sie mir Häuser bauen, obwohl die das hier ja sozusagen beruflich auf dem Server machen. Ja, ich bedanke mich trotzdem bei ihm oder bei SW Imo dafür, dass sie es machen. Weil ansonsten würde ich teilweise ziemlich alt aussehen hier. Und das wollen wir alle nicht. Dass ich hier so dezent alt aussehe. Obwohl, manche wollen es vielleicht, die mich kennen. Ja. Ich werde dazu jetzt nichts sagen.
Ich werde hier jetzt keinen Namen nennen, beziehungsweise keine Vornamen. Ja. Auf jeden Fall, dann werde ich bald auch wieder den Chrome-Rang organisieren. Aber ich will gerade auch, ich habe keine Steine mehr. Also mir den Prime Plus-Rang organisieren. Aber das kommt dann, wenn ich wieder meine neuen Videos gemacht habe. Also genug Steine habe ich definitiv. Schwarz-Weiß. Schwarz-Rot-Weiß. Ja, dazu sage ich jetzt mal kurz auch nichts. Jo. Ich habe heute eigentlich kein festes Gesprächsthema, beim Bauen spreche ich eigentlich nicht so viel. Deswegen, ich würde mal gerne wissen, was ihr in nächster Zeit sehen wollt, eventuell irgendwelche Spiele, die ich spielen soll. Ja. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich dort wissen. Ich schaue immer durch eigentlich. Also, wenn ihr Spiele sehen wollt, die ich in nächster Zeit ermöglichen kann, dass ich sie mit euch spiele. Oder anzocke. Immer rein in die Kommentare und mal sehen, was sich da draus machen lässt. Ich bin immer frei für Vorschläge. Natürlich werde ich mir dann noch die Spiele selber raussuchen, weil ansonsten bin ich eigentlich immer frei für Vorschläge. Auf das, was ich gerade so Bock habe. Oder auch keine Lust habe. Wir haben auch heute übrigens den 3.10. also Tag der Deutschen Einheit. So für euch als winzige Info, wenn ihr euch mit Geschichte so dezent auskennt, Mauerfall und sowas. Deswegen Tag der Deutschen Einheit. Ja. Also wenn ihr in den Bundesländern Ferien habt, dann schönen Feiertag an euch oder halt schon schöne Ferien, wie bei mir. Weil sonst würde jetzt donnerstags kein Video kommen. Ja, also die Ferien, die liegen dieses Mal so ziemlich blöd. Sonst hätten wir frei. Aber ja. Ist halt so, wie es ist. Ich entscheide nicht, wann die Ferien sind. Wenn ja, dann hätten wir jetzt schon 3 Wochen frei oder sowas. Und hier hinten wird die Wand so schon wie glatt. Aber egal, 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 das schaffe ich schon. So. Gibt's aber auch in den Berg, wenn das dann auf einmal komplett glatte Wände gibt. Es gibt eigentlich so fast alles, was die Fantasie freien, was die Fantasie frei gibt, preisgibt. Man kann eigentlich alles haben, was man sich erträumt. Jetzt am besten kein Lichtschwert, das geht von unserer Technik noch nicht. Also kein echtes, was mit Lasern. Ich bin heute irgendwie dezent müde, aber wir nehmen das Video jetzt auf. 177 Spielstunden, viel Spaß beim Ausrechnen, das sind schon über 4 Tage. 24 plus 24 sind 48, 18, ja, das sind schon über 4 Tage, die ich hier drauf spiele. Eventuell sogar schon 5 oder 6. Auf jeden Fall, die Mauer hier ist bald fertig, beziehungsweise der Berg. Muss hier drauf nur noch begrünt werden, dann sieht das super aus. Dann habe ich hier keine Beschwerden mehr.
Tja, also das hat nichts mit dem Obsidian und dem Quarzding zu tun, sondern das, was dahinter ist. Aus Netherbricks ist in das, glaube ich. Ja. Damit hat es was zu tun. Zeige ich euch mal in einem anderen Video, in nächster Zeit. Also dieser eine Vorbau, der dort vorne ist, hat damit was zu tun. Und dort hinter, das ist auch eine kleine Überraschung. Und was hier oben noch so weit hinkommt, sehen wir. Kommt dann, wenn es kommt. Oh, außerdem müsste ich mal Fleisch und Kumas Freude mal anschreiben, wegen Arbeiten. Da war ja was. Ja, damit ich ein bisschen Geld auf Wachungskraft verdiene. Ah, was war das? Wolle? Wolle war das? Feed. So. So. Die Berge neben Gestaltern, das nehme ich später auf, aber ich zeige euch jetzt mal, was Frei hier so baut. Ist gleich Home. Brennerei. Frei baut hier an einer tollen Brennerei, weil es eben auch irgendwann mal langsam war und er unbedingt seine Wolle loswerden wollte, so ein bisschen. So habe ich das zumindest aufgenommen. So. Die Brennerei. Super toll eingerichtet. Liegt so im Preisverhältnis von ein paar Millionen hier hinten im Neubaugebiet von Fleichy. Von Fleichy Trader. Ich glaube, das ist sogar direkt neben dem SW ImmoGS. Genau, das ist nämlich das SW ImmoGS. Und direkt daneben ist das. Und hier. Das ist da die Brennerei und wenn ihr Lust habt, mal die sich euch anzugucken, geht zum SW ImmoGS und dort drüben lauft hier rüber, guckt mal außen rum. Echt geil, sind eigentlich immer Türen offen und könnt ihr euch eventuell dann ja kaufen, wenn ihr Lust habt, genügend Geld habt und sie noch nicht verkauft ist. Also ich habe dort mit Fleisch in letzter Zeit nicht gesprochen. Aber das gibt's bestimmt, dass man die noch kaufen kann. Oder wurde sie schon verkauft? Gut, Frage, was ich eigentlich nicht glaube. Aber das kann man ja einfach mal nachgucken. Ist vielleicht PI? Nein, sie gehört noch Fleiche Trader. Also, wenn ihr Lust habt, nichts wie herkommen und euch die Brennerei mal angucken. Damit würde ich dann mal sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video. Cheerio, ciao, ciao.